Applaus steht am Ende eines Wochenendes, das Potsdams Kapitän Hannes Schulz in der Nachbetrachtung leicht übertrieben zwischen Hölle und Himmel ansiedelt, an dem sein Team aber im letzten und entscheidenden Spiel am Sonntag nach einem Unentschieden gegen die White Sharks aus Hannover und einer Niederlage gegen Ludwigsburg am Samstag im Duell mit Duisburg wieder zu einer Mannschaft wird und an dem der Mann mit der Nummer 11 sich sowohl selbst in die Torschützenliste eintragen, aber auch in der Abwehr mit starken Aktionen glänzen kann. Ein Umstand, der die Tür zum Halbfinale dann doch noch öffnet. Ich will einfach nur, dass wir am Ende ein gutes Spiel machen. Ich profiliere mich nicht über irgendwelche Tore, sondern ich profiliere mich darüber, dass ich ein gutes Spiel mache für die Mannschaft. Und ja, ich muss am Ende ein paar Tore schießen, aber ich muss auch genauso gut den Kasten hinten sauber halten und muss die Jungs so ein bisschen führen und leiten. Das ist meine Aufgabe. Die gerade im ersten Viertel überragend bewältigt worden ist. Denn während die ersten beiden Treffer der Ockers jeweils über die rechte Seite initiiert werden, können die Brandenburger im ersten Spielabschnitt dank einiger guter Paraden ihres Torhüters nach 8 gespielten Minuten Gegentor frei bleiben. Das zeigt wirklich das, was uns auszeichnet und das, was ich als Kapitän auch an der Vorbetrachtung verlangt habe von der Mannschaft, dass wirklich jeder für den anderen kämpft. Und ja, nicht umsonst sagt man, Verteidigung gewinnt Meisterschaften. Also man kann auch mal gutes Spiel machen und vorne 20 Tore schießen, aber wir schießen eigentlich immer genug Tore, wir müssen nur hinten vernünftig aufräumen und das haben wir gemacht im ersten Viertel. Also kein Tor zu kriegen ist dann schon meine Hausnummer. Der erste Gegentreffer für das Team von Trainer Alexander Chigir fällt gleich zu Beginn des zweiten Viertels. Doch weil es die Hausherren nun schaffen, sich direkt vor das Tor der Duisburger durchzukombinieren, fällt die Antwort entsprechend aus. Hoffnung, das Spiel besser in den Griff zu bekommen, schöpfen die Gäste auch, weil dieser Wurf letztlich Platz zwischen dem Pfosten und den Armen von Marc Langer findet. Doch um das Halbfinale weiter im Blick haben zu können, wird dann auch mal die Brechstange herausgeholt. Auf der Gegenseite zeigt sich, dass Potsdams Defensivverbund abermals stabil steht. Dank nun immer flüssiger werdender Kombinationen können die Hausherren die Führung weiter ausbauen und hinten hilft dann auch mal die Querlatte. Vorne rutscht einfach mal einer durch, Potsdam führt mittlerweile mit 9:4. Spätestens als die Duisburger zu präzise sind, der daraus resultierende Konter mit ein wenig Mühe, einem entscheidenden Nachsetzen und einem mitschwimmenden Mannschaftskollegen vollendet ist, haben die Spieler des OSC das Halbfinale erreicht. Wir sind als Team nur stark, spielen zusammen und da können wir, ich würde mal sagen, fast alle der Liga, also alle bis auf die ersten beiden, schlagen. Dominieren und die ersten beiden, die können wir definitiv ärgern. Aber das funktioniert nur, wenn wir wirklich als Team alle zusammenspielen und das haben wir heute gezeigt. Ärgern dürfen die Ockers nun im Halbfinale entweder die Wasserfreunde aus Spandau oder Waspo Hannover, die am Dienstag in Schöneberg den Tabellenersten ermitteln. Bis dahin heißt es für die Spieler und Kapitän Hannes Schulz, Kräfte zu sammeln, damit in der Nachbetrachtung der Spielzeit dann mehr Himmel als Hölle zu finden ist.